Team Ninja Warrior, RTL Show bekommt spannendes Spin-off. Schweiß, Kampfgeist und jede Menge gestählte Bodies. Ninja Warrior Germany hat alles, was das Zuschauerherz begehrt. Seit 2016 wird die aufregende Parkour-Show auch in Deutschland aufgezeichnet mit Erfolg. Nicht nur die beiden bislang ausgestrahlten Staffeln konnten beim Publikum punkten, auch das Promi-Spezial im Rahmen des RTL-Spendenmarathons sorgte für positive Resonanz. Schon bald soll es sogar noch dicker kommen, denn der Sender arbeitet an einem Spin-off. In einem offiziellen Pressestatement gab RTL jetzt bekannt, dass bald auch Dreiergruppen durch den Hindernisparcours geschickt werden sollen. Senderchef Frank Hofmann gab bereits Mitte Oktober erste Details zur neuen Show bekannt. Nun ist klar, das abgeänderte Format hört auf den Namen Team Ninja Warrior. Bereits 2018 soll es soweit sein. Die Dreharbeiten für 6 Folgen habe man für Februar in Duisburg angesetzt. Auch wenn ein genauer Termin noch unter Verschluss gehalten wird, kann man mit einer Ausstrahlung im Frühling oder Sommer rechnen. Im Spin-off soll es vor allem um eines gehen: Zusammenarbeit. In 5 Qualifikationssendungen treten jeweils 8 Triathletes bestehend aus 2 Männern und einer Frau gegeneinander an. Besonders originell für eine spannende Konkurrenzsituation, der Parallelparcours. Ein Teilnehmer tritt also nicht mehr nur gegen die Uhr an, sondern im direkten Vergleich auch gegen einen seiner Rivalen. In jeder Runde stellen sich 2 Kandidaten gleichzeitig den Hürden. Die 2 schnellsten Teams pro Folge qualifizieren sich für das große Finale und haben so die Chance auf das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.